Und damit willkommen zurück. Wir machen weiter mit der Ork-Kampagne. Und erstmal haben wir noch ein Interludium vor uns. Das Zepter von Sargeras. Unterdessen irgendwo in den feurigen Tiefen im Sog der Unterwelt. Ausgezeichnet! Die Invasion der brennenden Legion schreitet wie geplant voran. Das Königreich der Sterblichen namens Lordaeron ist bereits gefallen und nun steht der Weg nach Kalimdor, der Heimat unserer alten Feinde, endlich offen. Doch ich frage mich, wo dieser verschlagene Schreckenslord Zeneda steckt. Er wollte mich doch hier an diesem Übergang treffen und nun stehe ich hier ganz allein. Vengir, wo ist euer älterer Bruder Zeneda? Ich habe nicht ewig Zeit. Nun, das gleiche wollte ich euch gerade fragen, mächtiger Gorgonash. Wir haben schon seit einigen Tagen nichts mehr von Zeneda gehört. Was? Wann wurde er das letzte Mal gesehen? Zuletzt, bevor Lord Archimond die Magierstadt Dalaran zerstörte. Eigentlich wollte Zeneda die magischen Energien der Runensteine von Kel'Thalas erbeuten, damit die Legion diese Macht gegen unsere alten Feinde, die nachtelfischen Kaldorahe, einsetzen kann. Doch Zeneda ist wie vom Erdboden verschluckt und die Energien sind spurlos verschwunden. Es ist normalerweise nicht seine Art. Wie sonderbar! Und nicht einmal die anderen Schreckenslords wissen, wo er sich aufhält? Nein, wie ich schon sagte, Zenedas Verbleib ist ein Rätsel. Sei es drum. Ich bin es leid, die Launen von euch Nasresim zu erdulden. Die Zeit der Vergeltung ist gekommen, da die brennende Legion ewige Verdammnis in die Welt der Nachtelfen tragen wird. Und das duldet keine Verzögerung. Seht her, Vengir, und begrüßt den Untergang unserer Feinde. Das Zepter des Sargeras. Es war für lange Zeit in diesem Eisblock eingeschlossen. Doch nun wird es der Legion wieder dienen und sie letztlich zum Sieg führen. Beeindruckend. Doch seid euch nicht zu siegessicher, mächtiger Gorgonash. Die Nachtelfen sind trickreich. Pah, denkt ihr vielleicht, das wüsste ich nicht? Ihr könnt gewiss sein, dass wir sie diesmal nicht nur in die Knie zwingen werden, sondern auch schrecklich büßen lassen. Nicht nur ich habe noch einige Rechnungen zu begleichen. Ihr sprecht von dem Halbgott Cenarius und seinen Söhnen, den Hütern des Waldes. So ist es. Es gibt einen unter ihnen, den ich besonders begehre, wieder auf dem Schlachtfeld gegenüberzutreten. Ich werde eine vernichtende Bresche in seinen geliebten Wald reißen und ihn für seine Anmaßung, mir trotzen zu wollen, teuer bezahlen lassen. Sagt schon, was ist mit euch, Vengir? Ihr könntet euch anstelle des verschollenen Zeneda an dem Feldzug gegen die Nachtelfen beteiligen. Nein. Mein Lord Kil'jaeden hat mir andere Aufgaben übertragen. Ich muss das mysteriöse Verschwinden von Zeneda und den Verbleib der Runensteinenergien untersuchen. Es steht außer Frage, dass ihr dieser Aufgabe auch ohne mein Zutun gewachsen seid. Allerdings! Mit dem Zepter des Sargeras werden wir zahlreiche Dämonenportale in den Sog der Unterwelt öffnen und unsere Horden einfallen lassen, bis die ganze jämmerliche Welt der Nachtelfen in Flammen steht. Und das wird das Ende ihrer vermaledeiten Existenz einläuten.
Also dieses Zepter von Sargeras sieht irgendwie sehr, sehr nach Frostmourne aus. Aber gut, wenn es keine andere Grafik dafür gibt. Okay, Kapitel 5, alte Feinde. 5 Tage später zeichnet sich am Horizont die Spitze des Stone Talon-Gipfels ab. Es kann nicht mehr weit sein. Wir müssten die Horde so gut wie erreicht haben. Vielleicht noch ein halber Tagesmarsch. Ach Gor, die Gedanken von Shaka kreisen nur noch um Yoshura. Ihr habt mit ihm gesprochen. Wie war es? Nun, ich hoffe, dass meine Worte sein Innerstes schlussendlich erreicht haben. Die Zeit wird es zeigen. Sein Innerstes? Das ist es, worüber Shaka mit euch reden muss. Shaka spürt es immer deutlicher. Im Inneren von Yoshura, dort lauert ein dunkles Geheimnis. Die Loa flüstern, dass er von einem Schleier umgeben ist, der verbirgt, wer er wirklich ist. Ich weiß. Oh, ihr wisst es? Ja. Ich gebe zu, dass ich lange versucht habe, es zu verdrängen. Doch inzwischen kann ich diese Tatsache einfach nicht mehr leugnen. Wenige Tage damals vor der Abreise aus Lordaeron suchte Yoshura einen abtrünnigen Clan auf, die Blackrock Orks. Es lag eigentlich auf der Hand. Niemals wäre er lebendig zurückgekommen, wenn er selbst kein Blackrock gewesen ist. Oh, sind die Blackrocks feindliche Orks? So ziemlich, ja. Yoshura behauptete jedenfalls, er wäre nur knapp entkommen. Doch seit diesem Tag begann diese besorgniserregende Veränderung bei ihm, die ich sonst nur von Chaos-Orks wie den Blackrocks kenne. Ich bete zu den Geistern, dass ich falsch liege. Doch wenn nicht, und Yoshura tatsächlich ein Blackrock-Ork ist, dann ist die einzig wirkliche Frage, was er eigentlich im Schilde führt. Obacht! Yoshura kehrt von seiner Patrouille zurück. Schluss mit dem Rumgehocke. Ich habe die Horde gefunden. Endlich. Ich wusste, wir sind... Keine Zeit für Lobpreisungen, Gor. Wir kommen gerade zur rechten Zeit. Menschen aus den östlichen Königreichen sind gerade in diesem Moment dabei, Krieg gegen Orks zu führen, die wohl zu Sral gehören. Was? Es sind Menschen hier? Seid ihr taub? Ich habe hier überall gesehen, wie Orks gegen Menschen kämpfen. Zweifellos muss das Menschenpack einige Stützpunkte in dieser Gegend haben. Jedenfalls ist ganz in der Nähe auch ein orkisches Lager, auf das in diesem Augenblick mehrere Truppen der Menschen zumarschieren. Dann los. Wir müssen unseren Brüdern zu Hilfe eilen und die Menschen zurückschlagen. Lok Narash! Okay, mit alte Feinde dachte ich schon fast, es geht jetzt zu den Nachtelfen. Also von wegen alte Feinde Dämonen gegen Nachtelfen. Aber gut, es sind Menschen und Orks gemeint. Und wir sollen jetzt... Ja, das ist doch die alte Mission, als wir Grom unterstützt haben, bloß ohne Verbündete. Erstmal Quests. Zusammenstoß, das Orklager vor der Zerstörung retten. Nach so langer Zeit sind die Orks in dem fremden Land Kalimdor ausgerechnet auf ihre alten Erzfeinde getroffen. Menschen. Da der Kampf bereits in vollem Gange ist und die Horde siegreich aus dieser Schlacht hervorgehen soll, folgt jeder Ork dem Ruf zu den Waffen. Auf keinen Fall dürfen Menschen in diesem neuen Land die Oberhand gewinnen. Ja, das kennen wir noch von damals, aber diesmal sind die Menschen viel aggressiver, wo es damals noch hieß unter Frall, die Menschen werden nicht angerührt. Und man hält sich zurück. Aber ich glaube, das ist jetzt schon nach der Sache mit Grom. Und der Krieg ist jetzt wieder im vollen Gange. Wer ist mein nächstes Opfer? Und irgendwie habe ich einen Frosch im Hals, der nicht so richtig weg will. Grrr. Meine Augen sind offen. Natürlich. Ich hätte gerne Wolf. Sehen heißt glauben. Bisschen Blitz. So. Mit Heldenpower geschafft. Ohne uns wären die so verloren gewesen. So. Meinen Rat. Nein, mein Bau. Reparieren bitte. Bereit zur Arbeit. Sehen heißt glauben. So. Nicht reingehen, reparieren. Ja. Da
Das fehlte gerade noch. Ist es unser Schicksal, für immer und ewig gegen Menschen zu kämpfen? Erst auf den Inseln der Darkspear-Trolle und jetzt treffen wir hier, in diesem fernen Land, erneut auf diese Störenfriede. Ah, die Darkspears haben noch nicht vergessen, wer ihre Heimat angegriffen hat. Wir werden uns ihre Köpfe holen. Das scheint jedenfalls nur eine Vorhut gewesen zu sein. Wir müssen dieses Lager hier wieder befestigen und die Gegend auskundschaften. Ich habe ein ziemlich ungutes Gefühl. Oh ja, ich habe auch ein Gefühl. Zwar schon seit einiger Zeit. Es kommt genau aus dieser Richtung. Yashura, wartet. Wo wollt ihr denn hin? Diese unglaubliche Macht. Habe ich's doch gleich geahnt. Das kann nur eines bedeuten. Unsere wahren Meister sind endlich zurückgekehrt. Yashura, um Himmels Willen, was redet ihr da für wirres Zeug? Spürt ihr es denn nicht, ihr alten Narren? Es ist wie in alten Zeiten. Die Dämonen weilen wieder unter uns. Streift diesen Einfluss von euch ab, Yashura. Es sind dunkle Mächte, die euch in ihren Bann zu ziehen versuchen. Gebt diesem Verlangen auf keinen Fall... Spart euch den Atem, Scharfseher. Ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht, ist bedeutungslos. Ab hier trennen sich unsere Wege. Ich für meinen Teil werde nur meine Bestimmung erfüllen. Halt! Nein! Geht nicht diesen Weg! Yashura! Yashura! Es wird sehr schwer werden, ohne Yashura gegen die Übermacht der Menschen zu bestehen. Ja, doch wir haben wohl keine andere Wahl. Wir müssen uns zuerst um diese Menschen kümmern. Yashura ist auf sich gestellt. Und diesmal befürchte ich fürwahr das Schlimmste. Der Nachtelfenpart wird hier wohl ganz ausgelaufen. Ja, sagt mal, Leute, ist ja gut, ein paar reichen. Ja. Haben sich jetzt alle hier gesammelt. Muss was getan werden? Also, was? Was soll's? Ihr wolle. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt ist aus. Jetzt geht nichts mehr. Hirn ist kurz vor Überladung. Das Schicksal wartet. Der Nachtelfenpart wird wohl komplett ausgelassen. Jetzt beginnt der Kampfrausch und der Einfluss der Legion jetzt schon beim Kampf gegen die Menschen hier. Bereit zur Arbeit. Krikus Werkstatus kommt da unten hin. Arbeit. Ansonsten hätte ich gerne ein paar Grundsätze. Ohne Yashura wird das Ganze ein bisschen ekliger. Bereit zur Arbeit. Ja? Haben die Menschen, ich glaube, die haben noch keine Fluggeräte, oder? Also Greifenreiter garantiert nicht. Ob Gyrokopter? Ich glaube es auch nicht. Das heißt, mit Grundsohn kommen wir ziemlich gut hin, erstmal. Zumindest vorerst. Was wir das haben? Das passt. Drei mein Leute beim Holz. Für die Horde. Nochmal zwei Peons. Okay. Aber einiges an Zwischensequenzen, die wir bis jetzt hatten. Sehen heißt glauben. Oh Gott, es wird so viel zu erkunden. Was hat denn die Quest überhaupt zusammenstoßt? Ja, jetzt müssen wir bloß die Stützpunkte der Menschen zerstören. Bloß. Sind ja bloß sind oh Mann, es ist wie die Mission damals mit Grom, bloß ohne Grom. Ich möchte meinen verbündeten Stützpunkt wieder haben. Mein Leben Flagge. Bereit zur Arbeit. Jetzt wird er fertig. Getan werden? Ich könnte auch zwischendurch Holz fällen, aber ich will es jetzt mit der Kriegswerkstatt machen. Also, Arbeit abgeschlossen. Ihr wisst schon. Muss was getan werden? Was ihr wolle. Du fällst da drüben. Muss was getan werden? Verstärkte Verteidigung. Bessere Panzerung für Wachtürme. Auch nicht schlecht. Ja, mehr Bauernhöfe ist gar keine so schlechte Idee. Ich glaube, wir brauchen auch noch weiteren Peon zum Bauen. Sehen heißt glauben. Dann würde ich glatt sagen, wir sind erstmal defensiv. Wohin? Führt meine Klinge. Meine Augen sind offen. Du erkundest mir dann doch mal. Es ist in Ordnung. Verstehe. Es ist total verwirrend, dass die jetzt rot sind auf der Karte und wir sind eigentlich rot und sind hier weiß. Also, Moment. Hm.
Zeit abgeschlossen. Heilung! Und Priester weg. Ich mal ein bisschen früher dran denken können. Schlag zu. Obacht. Okay. Ein Wachturm ist noch hier. Ich brauche mehr Wachtürme auf jeden Fall. Nach bester Möglichkeit bald. Ja, ich könnte ihn natürlich hinter den Bauen. Nee, hinter den Bauen zu verstecken, das ist nicht so effektiv wie bei den Menschen. Mein Leben für die Horde. Was ihr wolle. Aber ich möchte die trotzdem hier bauen, dass ich dann... Ich glaube, ich baue die... Oder baue ich die Türme doch dahinter? Bin mir gerade unsicher. Ich könnte die Türme davor bauen und die Ork-Bauer von wegen die Peons rein positionieren, noch als zweite Verteidigungslinie nutzen für den Fall. Auf jeden Fall hätte ich jetzt gerne bald die Hochburg. Unsere Stadt wird angegriffen. Ja, drei Menschenrasen. Tut schon leicht weh. Nein, mein Bau. Dafür wandert ihr in den Bau. Dann baust du es nochmal auf, ist in Ordnung. Jetzt hauen sie gleich wieder drauf. Ihr seid solche Schweine. Passt auf. Es ist sicher. Okay. Angriff 1 kam da unten, Angriff 2 dort. Das heißt, der dritte Angriff kommt von hier. Soll es heißen, zu jedem Zugang ist eine Menschenbasis. Interessant. Oh, zwei Trollkopfjäger. Verbessern mal die Waffen. Brauchen Waffeln. Viele Waffeln. Werden? Arbeit, Arbeit. Ja. Sehr gut. Ich bin Hellseher, nicht wahr? Ich bin ein Scharfseher, bin ich. Rache für Sushi. Schneller. Braucht ihr meinen Rat? Es ist sicher. Wir werden angegriffen. Ja. Okay, jetzt machen wir endlich mal die Türme. Gemein ist zwar, dass die Menschen hier auch mit Mörsern kommen. Das Schicksal wartet. Oh gut. Soll ja nicht alles Pipi mit Türmen lösbar sein. Meine Augen sind offen. Wäre ein bisschen seltsam. Als nächstes hätte ich auf jeden Fall gerne das Erdbeben. Und wow, da kommt gleich schon wieder ein... Oh Gott, rein da, rein da, rein da! Genau, schieß ein bisschen raus. Und da, Priester tot machen. Glückwunsch. Chaka, 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 300. Jawohl. Was ihr wolle. Wen töte ich zuerst? So, hier bitte jetzt nochmal. Das heißt dann nicht sagen, oh Gott, also die Angriffe kommen in einer ziemlich stattlichen Rate. Arbeit abgeschlossen. Braucht ihr meinen Rat? Hi. Natürlich. Schlag zu. Der Laden, ja, der bringt mir jetzt nicht viel, aber es ist was. Ja, es ist was, in der Tat. Bringt doch bestimmt auch Gold, oder? Jawohl. So. Ja, aber hier irgendwas zu kaufen? Oh, ne. Verstehe. So eine Rolle, eine weitere der Heilung wäre nicht verkehrt, aber... Muss was getan werden? Gibt Wichtigeres im Leben. Arbeit, Arbeit. Meister? Würde ich erstmal die halten? Obwohl, du hast noch Plätze frei. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mir wünsche, dass die Shops hier so Frostkugeln oder Feuer... irgendwelche Kugeln das dabei haben? Wartet. Frostkugeln wären mir noch am liebsten. Arbeit Berserkerkraft. Wow. Ups. Falsches Universum. Meine Augen sind offen. Meister. So, dann hätte ich gerne noch... Eigentlich könnte ich mich ein bisschen weit... Jawohl, nee, ich mach das so. Ich gehe ein bisschen weiter zurück und mache dafür die Türme so hin, dann habe ich nämlich tatsächlich Doppelverteidigung. Ein Verwüster! Das Schicksal wartet. Durchkämpft die Wüste! Richtig.
Funktioniert? Meine Augen sind offen. Holz ist echt problematisch gerade. Und ich merke, dass das Holz auch in anderen Fällen problematisch wird, weil wenn wir uns hier dann durchgefällt haben... Das gefällt mir nicht. So, unten unsere natürliche Arbeit Deckung weg. Das da hinten, bis wir das mal ankratzen müssen, vergeht viel Zeit, aber... Sehen heißt glauben. Was ihr wolle. Arbeit, Arbeit. Forschung abgeschlossen. Braucht ihr meinen Rat? So, ja. Du reparierst mal wen hier. Wen töte ich zuerst? Du das erkundest mir jetzt mal weiter. Du bist jetzt weiterhin mein Erkunder. Mein Erkunderbär. Die Verwüste verbessern, bessere Hochburg, da müssen wir dann auch noch... Komm, ich mache noch einen weiteren Peon mit zwei Bauern, mit zwei Baueinheiten ist das ziemlich doof. Braucht ihr meinen Rat? Obacht. Natürlich. Hallo, boah, das ist eine große Steppe. Zweite Goldmine. Das ist sicher. Zack. Obacht. Es ist sicher. Na komm, kannst direkt kämpfen. Sonst, ja, es hat eine riesig große Ebene für eine zweite Basis von Benutzt uns. Benutzt meine Macht. Gibt's hier auch Holz? Wenige. Ja gut, hier haben wir an sich genug Holz. Aber wie gesagt, ja gut, mega, so unglaublich mega natürliche Verteidigung ist es nicht. Selbst wenn es hier weg ist, geht's noch. Hier ist auch noch Gebirge. Ja, im Grunde müssten wir unsere Verteidigung einfach ein bisschen umverlegen oder so, wenn das Holz weg ist. Geisterhaus! Oh Gott, bitte, bitte lasst mich Medizinmänner bauen und Schamanen mit... Ach du lieber Gott! Ja, jetzt meint es echt gut mit den extra Priestern. Komm, geh dahinter, mach die Priester weg. Und weiter. Jetzt muss der Werte Herr Gor hier ganz alleine gegen die Menschen fighten. Aber er schafft's. Er hat die Macht. Rechtzeitig müssen wir uns umachen. Du Scheiße. Also die Mission, die haut ein bisschen zu. Ein bisschen heile. Vielleicht nochmal heilen. Und zwar den am schwersten Verwundeten diesmal. Du? Ja, das hast du ein Schlachtfest angerichtet. Schlag zu. Aber Hauptsache ihr Schuhe belehren, ne? Aber selbst so Metzeln wie der letzte Berserker. Ja. So. Abgeschlossen. Dann würde ich gerne hier. So. Dann würde ich gerne hier so. Punkt. Meine Macht. Schamanen weiter verbessern, Trollmedizinmänner ebenso. Beides ist wichtig für meine Pläne. Tauruntotem? Geil. Echt? Das ist toll. Wir können jetzt schon die Tauren ausbilden. Das gefällt. Das gefällt mir sehr gut. Die hatten wir in der Hauptkampagne erst in der letzten Mission. Habt ihr meinen Rat? Gut, wir kriegen viele Sachen hier früher. Ist mir auch schon aufgefallen. Schon bei der Menschenkampagne aufgefallen. Ach Gott, bei der Untotenkampagne erst recht, wie früh wir die Monstrositäten hatten. Muss was getan werden? Bestiarium. Dr. Bestiarium. Das kann ich. Wer ist mein nächstes Opfer? Ja. Hier noch ein weiteres Türmchen. Arbeit, Arbeit. Hier drüben fehlt zwar noch, na gut. Meine Augen sind offen. Ich könnte doch meine Wölfe zum Erkunden nehmen. Ich Depp, die sind ja sogar getarnt. Auf die hätte ich... hin und wieder stehe ich derbe auf den Schlauch. Aber sowas von... Verstehe. Natürlich. Die haben ja noch nicht mal Sicht. Die sehen mich noch nicht mal. Ihr blinden Eulen. Arbeit abgeschlossen. Sehen heißt glauben. Gut, fighten wir ein bisschen. Das könnten wir echt mit einem Schafsherr stürmen. Wölfe reinschicken, Erdbeben rein. Kriegen wir nicht ganz alle. Aber zumindest hier so. Wir kriegen da echt gut was. Ein bisschen Unterstützung bräuchte er vielleicht, aber ansonsten können wir das echt mit einem Schafsherr räumen.
Oh ja, oh ja. Sehr schön. Das ist genau das, was ich... Ihr wisst, was ich will. Ja, macht mal doch eine neue Kriegswerkstatt hier unten hin. Alles klar. Jetzt bin ich ein bisschen Age of Empires geschädigt. Merkt ihr das? So von wegen... Ach ja, nächstes Holzfällerlager, nächstes Holzfällerlager, nächstes Holzfällerlager. Mit Vergnügen. Das Schicksal war auch tipps. So, jetzt fertig. Du guckst auch mal wieder, ob hier was ist. Machen wir es mit A. Schlag zu. Und nächstes Level ab. Ui, ui, ui. Alle Verbündeten unverwundbar. 30 Sekunden. Großer böser Voodoo. Erinnert mich ein bisschen an Diablo, aber gut, ja, das ist Diablo 3, der Hexendoktor, der kam erst so spät. Die haben es eher von Warcraft abgeguckt, glaube ich. Macht mehr Sinn. Was ihr wolle. Muss was getan werden? A Big Bad Voodoo. Machen wir unten noch das Türmchen. Ich kann hier nicht bei Arbeit. Ein für Kodo. Ein Kodo-Bestie ist eigentlich auch keine schlechte Idee, von wegen dem Buff. Verwüste mitzunehmen oder Räuber wegen Gebäude. Brauchen wir gar nicht. Wir haben Erdbeben verflucht. Voll korrekt Erdbeben. Ja. Tauchentotem? Tauchentotem, Tauchen. Arbeit abgeschlossen. Okay. Weiter upgraden. Wir brauchen mehr Holz. Holz, Holz, Holz. Gott verdammte Holz. Was getan werden? Sehen heißt glauben. Ja gut, dann machst du erstmal so das ganze Zeug außenrum. Weil die Menschenbasen jetzt, ich weiß nicht, ich habe dann doch so... Verstehe. Ich habe schon so oft mit meinen Helden alleine Basen zerlegt, dass ich jetzt dann doch mal mit Truppen hantieren möchte gerne. So gerne ich eigentlich auch die Herausforderung mag, einfach nur mit meinen Helden alles niederzuplätten. Wir haben ja nicht umsonst eine Basis stehen, würde ich mal so sagen. Braucht ihr meinen Rat? Wir müssen die armen alten Leute ja auch nicht alles machen lassen. Es ist sicher. Höher als Level 7 kommen wir nicht mehr. Natürlich. Aber wenigstens kann ja der werte Herr Shakasan hinterher kommen. Benutzt meine Macht. Ja. Und der findet's lustig. Meine Augen sind offen. Verstehe. Mann. So. Es ist sicher. Weiter zum Tauchen töten. Muss ich einfach aus Frust machen. Gibt keine anderen Gründe.